Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Petra. Ich begrüße euch heute von ganzem Herzen bei Adventskalendertürchen Nummer 5 und freue mich, dass ihr wieder so zahlreich dabei seid, dass ihr mich unterstützt mit meiner Arbeit. Ich freue mich, ja, dass wir jeden Tag so schön starten können mit tollen Überraschungen oder wann du auch immer das schauen magst und schauen kannst. Ne? Nicht jeder kann morgens um 8 den Adventskalender gucken, dann wünsche ich dir natürlich auch zu der Tageszeit oder dann, wann du es schaust, dass du ganz viel Freude hast mit dem Orakel und dass es dich gut begleitet und begleiten darf. Heute kam der Impuls, die Karten zu nehmen. Finde deinen wahren Weg. Könnt ihr das so sehen? Ja, geht gerade noch. Finde deinen wahren Weg. Weisheitskarten von der wunderbaren Colette Baron Reed. Das ist im Knauer Verlag verlegt, entstanden, sagt man das so? Ich glaube schon. Wortfindungsschwierigkeiten, was ist denn hier los? Und es kamen zwei ganz wunderbare Karten. Ich nehme auch beide. Einmal der König der Erde. Ist das nicht irre illustriert? Ist das toll? Kann man sich den genauso vorstellen? Also ich habe gedacht, wow, das ist unheimlich schön illustriert, also wirklich. Und es kam Page der Luft. Auch das ist unheimlich toll illustriert worden, also grandios, oder? Dieser Engel, also mehr geht nicht. Ich stelle euch die Karte mal auch dorthin. So, dass ihr das gut sehen könnt. Ich hoffe, das steht. Ja, wunderbar. Ja, und ich habe erstmal einen Moment tatsächlich gebraucht, als ich die gerade gemischt habe und die rausfielen, bis ich mich da irgendwie reingefummelt habe. Also was ist der König der Erde? Was ist der Page der Luft? Und habe dann tatsächlich mal kurz in das Begleitbuch geblättert, weil es kam für mich nicht so wirklich der Impuls. Und ich hatte kaum das Buch in der Hand, war aber schon ganz klar. Also einmal kam so, ja, beim König der Erde so, ich bin Alpha und Omega, ich bin Anfang und Ende. Und beim Pagen der Luft kam so, ich verbinde dich, ja, mit neuen Informationen. Und dann floss das schon ganz, ganz stark. Und ja, und das sind genau diese Gegensätze, die wir aber auch gleichzeitig brauchen. Ja, die in Wahrheit kein Gegensatz sind, Himmel und Erde, weil am Ende ist es alles eins. Und wir brauchen immer eine starke Erdung, um ganz medial, spirituell in unserer Kreativität, ja, egal ob du jetzt bewusst ein Kanal bist, bewusst spirituell agierst, sich deine Sinne erwecken oder du dich immer mehr erweckt fühlst oder überhaupt Wahrnehmung hast, eine starke Empathie, egal wie sich deine Talente, Fähigkeiten zur unsichtbaren Welt, so will ich es mal nennen, zeigen. Wir brauchen trotzdem immer auch eine starke Erdung und eine starke Erdverbindung, damit wir auch klare und wahre Botschaften empfangen und gleichzeitig auch klare Ziele vor Augen haben. Ja, und finde deinen wahren Weg. Das finde ich ist gerade ein guter Impuls, denn da gehen wir ja alle hin. Ja, viele werden jetzt sehr stark erweckt, wieder in ihre Ursprünglichkeit mit ihren Talenten, die sie mitgebracht haben, wieder reinzufinden, Fähigkeiten, ja, ihr Licht in die Welt zu bringen. Egal ob kreativ, spirituell, ganzheitlich, ja, letztendlich ist Lichtarbeit immer das, was du mit ganzem Herzen machst und was dein Feld nährt und in Form von Nahrung und umgekehrt, dann nährt dich das Feld halt auch, ja. Und der König der Erde sagt, du kannst alles manifestieren, was du wirklich möchtest von Herzen. Du kannst Fülle in dein Leben ziehen und du bist auch für Fülle vorgesehen. Fülle ist immer vielfältig. Das kann tatsächlich gemeint sein, dass sich Themen auflösen dürfen ringsherum, wenn du zum Beispiel mit finanziellen Sachen zu kämpfen hast, ja, dass sich da altes Finanzkarma auflösen darf, dass du in
neue Ebenen des Draufschauens kommst, was Finanzen, was ja Fülle ist, angeht. Also Fülle kann wirklich vielfältig sein. Es kann sein, dass du jetzt eine große Fülle an Informationen bekommst. Ja? Also jedenfalls sagt der König der Erde, sei im Jetzt, sei im Hier, stelle dich auf die Wege, Aufgaben ein, die dazu führen, dass diese Fülle zu dir kommt. Ja, also wirklich, dass dieser Moment im Jetzt und Hier zu sein. Und der Page der Luft sagt, ich generiere dir den Zugang zu Informationen, zu Neuem. Ja, und von daher passt das. Der Kanal, der sich öffnet, ja, sei es durch einen Impuls, sei es durch eine Idee, all das ist geistige Kommunikation. Ja, nicht jeder spricht Wort für Wort mit Engeln, mit den Meistern oder wen es da auch alles gibt, sondern sie melden sich dann über einen Impuls, eine Intuition. Ja, viele von uns hören es dann gar nicht, weil sie es nicht gewohnt sind. Und das ist wirklich eine ganz schöne Inspiration. Das heißt, alle, die damit heute in Resonanz gehen, ja, werden einfach auch darauf hingewiesen, dass diese Fülle eingeladen ist, dass sich neue Ideen gestalten können, dass man an neue Denkweisen vielleicht auch herangeführt wird, wo man vielleicht vorher gar nicht drüber nachgedacht hat, was noch zu einem passen kann oder wie man auf Dinge blickt, ja. Das heißt, wenn du etwas wieder konstruktiv veränderst, wird sich das auch wieder konstruktiv für euch auf den Weg begeben und fließt zu euch zurück, ja, durch vielleicht kommt ein neuer Job, wo ihr vorher nie vermutet hättet, dass ihr darauf schaut. Vielleicht habt ihr eine Intuition. Ich habe gerne noch eine Ausbildung, eine Zusatzqualifizierung oder, ja. Ich mache mich selbstständig oder was auch immer für euch da passt, was an neuen Dingen, an Fülle, an Manifestationen kommen darf. Geht in die Stille, nehmt es wahr. Spürt mal wieder hin, was kommt dann für ein Impuls? Ihr seid ganz stark verbunden, auch durch den Pagen der Luft, mit neuen Gedanken, Emotionen da auch wieder hingeleitet zu werden. Das ist wirklich sehr schön. Und ich habe dann kurz reingespürt und es kam, ja, es meldete sich sofort ein Engel und der Engel sagte, ich bin der Engel der Kraft, des Wohlstands. Ich bin der, der ganz viel Energie hineingibt, wenn sich Systeme verändern. Ich unterstütze die Menschen da drin und es ist toll, dass ich das mal so fühlbar machen kann, weil er ist sowieso bei ganz vielen Menschen immer on board, ja. Und ich habe gesagt, ja, großartig, gerne. Und denkt immer dran, wenn es nicht mit euch resoniert, kommt einen anderen Tag wieder, schaut quer in die Videos. Wenn ihr keine Energieübertragung möchtet, keinen Kontakt zu diesem Engel, dann sagt einfach nein. Alle anderen dürfen sich jetzt mit mir zusammen auf Empfang stellen. Atmet noch gern mal tief mit mir ein und aus. Und dann bitte ich, dass ja, der Engel das gerne fließen lassen kann, uns da so verbindet mit dieser Energie, dass wir da auch diese Klarheit spüren, ja, dass wir auch den Mut haben, da wieder in der Klarheit zu sein und zu bleiben. Das ist ganz wundervoll. Ja, und da wird uns da auch den Tag begleiten. Der ein oder andere spült es, spült. Wird es sehr stark wahrnehmen, wenn man energiesensibel ist sowieso. Aber selbst wenn ihr das nicht spürt oder wahrnehmt, seid nicht traurig. Das ist eine Form der Übung. Das ist tatsächlich, ich habe es am Anfang auch nicht so stark wahrgenommen. Ich habe es auch gerne mal ignoriert, ja. Aber es ist wirklich eine Übung. Es fließt auch für alle, die es nicht so stark spüren. Da könnt ihr ganz sicher sein. Ja, ich freue mich komplett mit euch. Also ich spüre das ganz stark in den Chakren.
Spür's, ja, ich spür's ganz stark in den Chakren. Bin wirklich gespannt. Hab doch mal Vertrauen, Mut. Schreibt mir doch mal einen kleinen Zweizeiler als Kommentar, wie ihr das wahrnehmt. Ja, vielleicht habt ihr ja auch noch das eine oder andere oder den ein oder anderen Wunsch in den Adventskalender. Auch das könntet ihr theoretisch mal reinschreiben, ja. Also auch das nehme ich gerne mal mit auf. Und ja, wenn es euch gefallen hat, bitte liked es. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr das noch nicht getan habt, die Glocke drückt. Also es ist wirklich schön, wenn ihr es teilen mögt und es könnt, dann macht es gerne. Und nehmt die Energie an. Ja, und seid euch wirklich, wirklich immer im Klaren darüber. Liebe ist die einzige wahre Kraft, die uns zusammenhält, die alles belebt, die die Wirklichkeit mit der Unwirklichkeit verbindet und Klarheit bringt. Und ja, seid gesegnet von Herzen. Einen schönen Tag, eine tolle Woche. Habt es ganz, ganz gut. Bis morgen bei Türchen 6. Dann haben wir Nikolaus. Da wartet schon eine kleine Überraschung auf euch. Bis dann, eure Petra.